Gut. Knapp eine Stunde haben wir auch nur noch. Und danach geht es ab, das Spiel zu wechseln. Tatsächlich. So, wir sollen mit den Elfen also zum Golem-Totenacker. Einmal zurück, Marsch, Marsch. Weil ich habe jetzt von Javan noch eine neue Quest angenommen. Einfach damit wir jetzt doch noch mal was anderes sehen als das leidige Hin und Her von vorhin. Deswegen dachte ich, komm, machen wir mal. Die Frage ist jetzt gerade, wo? Ach, da. Ich hoffe, ihr überlebt bis dahin. Das Gute ist, wir haben bis dahin dann einen relativ, oder vom Golem-Totenacker einen relativ sicheren Weg nach Hause. Also was das auch so nach Yzima. Und da ist auch schon der Golem-Totenacker. Ja, ich will mich dieses Mal auf jeden Fall mehr um die Elfen kümmern. Okay. Gut, dann verleiben wir uns noch mal ein bisschen Gold ein. Okay. Wenn hier jetzt jeder 50, wie mir scheint, hat, wäre das ja nicht mal so verkehrt. So, das heißt jetzt wieder zurück, oder wie? Tatsache. Ja, gut, dann, Seltsamer Ort. Sieht aus, als seien diese Giganten in der Bewegung erstarrt. Muss eine Weile her sein. Geht der richtigen Weg? Nein. Wir kommen aus der Richtung. So. Okay, sie kommen auch gut mit. Das ist sehr schön. Brave Elfen, beziehungsweise Squatel. Goyatel, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, es sind wohl nur sehr wenige, die überlebt haben. Aber das sind schon mal drei. Mehr waren es aber, glaube ich, auch nicht. Für eine Gruppe, die überlebt haben. So. Schrei doch nicht so. Schrei doch gar nicht. So, wo ist der Typ denn? Hat er sich schon wieder irgendwo in die Ecke gestellt und das beleidigt? Javin! Wo bist du? Willst du mich mal holen? Kono!
Hast du mich angeschrien? Komm ins Studio, du bist direkt lauter als die Polizei auf. Entschuldigung. War doch keine Absicht. Wo ist dieser blöde Elf denn? Hallo? Die Suche nach dem Elf im Heuhaufen. Ja gut, dann legen wir uns erstmal selber hin. Wenn der Typ sich uns nicht zeigen möchte, dann hat er selber Pech. Schlafen wir einmal bis dahin. So, vielleicht ist er ja jetzt hier. Scheiß auf friedliche Koexistenz. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind gar keine Elfen mehr da, aber nee, hier ist er. Hallöchen. Ja? Ich habe die Einheit hingeführt und wir sind auf ein paar Ordensritter gestoßen. Ich gehe davon aus, dass ihr erfolgreich wart. Ich bin überaus erfreut. Hier ist eure Belohnung. Aber wir haben weder Hafkas noch Waffen gefunden. Wir beschaffen uns die Waffen schon. Die Däune kommen gewiss, um unser Gold zu holen. Wichtiger ist jedoch, der Orden wurde besiegt. Ihr werdet noch von mir hören. Ich bin sicher, das werde ich. Ich glaube eher, dass er uns reingelegt hat. Ich habe ein paar Nachforschungen bezüglich des Hexers, der vor euch im Sumpf war, angestellt. Habt ihr etwas rausgefunden? Er wurde von Däune geschnappt, die das Salamanderabzeichen tragen. Er leistete keinen Widerstand. Also ist er nicht tot. Aber warum hat er seine Ausrüstung versteckt? Vielleicht hat er geahnt, dass sie kommen würden. Seid auf der Hut, Gwynblade. Danke. Irwin. Sehr schön. Ja. Muss gerade noch mal was einstellen. Ja, speichern ist auch schon mal eine sehr gute Idee. So. 500 Ohrens brauchen wir. John Pierre. Für das Schwert reden. Ach, Sephiroth Steine. Brauchen wir nur noch zwei. Gut. Jetzt können wir zurück in die Stadt, wenn ich den Weg finde. Da lang. Dieser Weg Richtung ist richtig. So. Was war für die erste Donation? Echt? Wird mir gar nicht angezeigt. Danke. Wird mir überhaupt nicht angezeigt. Ich dachte eben, dass, weil ich ja was gehört habe, ich dachte so, hä? Was ist das? Da. Das wird mir aber in der Tat nicht angezeigt. Mm.
So, ich habe jetzt noch mein zweites Aktivitätsfenster reingepackt. Danke, Fantasy Link, für dein 1 Euro. Danke. Vielen lieben Dank. Sorry, ich habe das eben echt nicht gesehen. Das wurde mir hier nicht angezeigt in einem Aktivitätenfenster. Ah, scheiße. Vielen lieben Dank. Und auch dir danke, Frisches vom Fass, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Sonst wäre mir das, glaube ich, gar nicht erst aufgefallen. So. Mach mal das mal so, dann sehe ich das jetzt in Zukunft auch. Ah. So. Gut, dann kann ich jetzt einmal wieder zurück ins Fenster. Wenn ich jetzt, warte, das aber ändern. So. So. Hatte ich jetzt eben gespeichert? Doch, hatte ich. Hatte ich. Gut. So. Und dann können wir einmal zurücklaufen. So. Kann ich das am Handy nämlich wieder wegmachen? Da hat den nämlich eben auch nochmal geguckt. Gut, dann habe ich jetzt halt zwei Aktivitätsfenster. War schon seltsam, dass es auf dem anderen nicht angezeigt wurde. Ihr sagt auch gerade, dass ich ein falsches Schwert habe. Nein, Geralt. Schlagen können wir aber noch, ne? Jui. Diesen Schnatter, den sie da immer von sich geben. In welche Richtung müssen wir? Hier schon wieder die falsche, ne? Dahin müssen wir. Gut. Dann einmal in die Richtung. Nein. Aus. So. Geralt, könntest du dein Schwert bitte wegstecken? Hier sind keine Monster mehr. Du brauchst das Schwert nicht. Danke. Ah ne, hat er ja immer noch. Okay, jetzt brauchst du es eh wieder. So. Was wollt ihr alle von mir? Ich hab nichts. Ich hab nichts zu geben. Ich habe nichts. Ich kaufe nichts. Von euren Zungen habe ich eh schon genug. Aua, aua, aua. Ist hässlich, blöd, aber du hast sinnvolle Zutaten. Ausnahmsweise mal. Doch. Ja,
diese Zutat brauchen wir. Damit wir später einen stärkeren Heiltrank brauen können. Das wird noch sehr wichtig. Ich freue mich drauf, wenn wir endlich im Kapitel 3 sind. Und ich das endlich lernen kann. Lasst mich doch jetzt einfach in Ruhe, ich will nicht kämpfen. Ihr mobbt mich eh nur. Weg hier. Einfach weg. Ich habe genug von euch. Lauf, Geralt, lauf! So, ich möchte jetzt einfach nur diese blöde Mistautopsie da hinter mich bringen. Denn jetzt dürfen wir ja den Kopf aufschneiden. War nee, nicht schön. War das für ein Buch? Okay. Stimmt, Jean-Pierre müssen wir noch machen. Ich weiß gar nicht, hier gab es aber mal eine Quest, wo wir ein verlorenes Kind suchen mussten. Ich weiß gar nicht, ob das erst in Kapitel 3 kommt. Wo lauft ihr denn weg? Vor allem, die haben ein blauer, ein grüner, ein roter, ein brauner. Da hinten ist ein lilaner. Okay. Ja. Gut. Vielleicht haben sie Mensch, ärgere dich nicht gespielt und hatten jetzt keine Lust mehr. Ein neuer Kunde? Ja, gleich. Was? Nur die Wolfsfälle hier wegbringen. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ja. Endlich! Habt ihr die heute? Jupp, haben wir. Natürlich. 10 Wolfspelze. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so gut wie sicher. Sonst wäre ich eben Söldner. Ja, diese Unterhaltung haben wir jetzt das dritte Mal geführt. 3-mal. Oswald, wohin von wie sie? Aha. Ringzeit ist. Ja, weil das Geld, deswegen Geld. Sonst. Fahr mich. Far, far away. So. Also, das hatten wir einmal. Dann mit Shani einmal über das Schwert reden. Das heißt, jetzt wieder warten, bis es Abend ist. Nein, wir machen das in der Stadt. Dann muss ich hier sonst wieder mit der Trunkenen mich rumschlagen. Nein, danke. Ich habe mehr als genug Spaß. Ich brauche dich nicht dafür. Später vielleicht. Wobei, nein. Eigentlich auch da. Auch dann nicht. Da gibt es andere Personen hier drin. Den Blitzableiter hatten wir. Warte, das mit der Autopsie müssten wir, glaube ich, trotzdem erst doch hier mit Raimund reden. Bevor wir das andere machen konnten. Teilchen. Willkommen. Ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Wahrscheinlich nicht. Erzählt es mir. Wartet. Vergesst nicht, ich habe Unkosten. Wie viel schulde ich euch? 200 Orens. Diese Untersuchung wird langsam teuer. Ich bin kein Prophet und ich lebe nicht von Wurzeln und Beeren. Meine Informanten auch nicht. Ich garantiere euch, das deckt kaum das Notwendigste ab. Ja, ich habe 200 Orens. Wir haben sogar mehr, aber das passt schon. Nach dem Angriff haben sie den Gefangenen verlegt. Nicht gut. Zumal er gestern Nacht gestorben ist. Wie ist das noch passiert? Schlechter. Naja, sein Zustand war zwar bedenklich, aber ich habe so das Gefühl... Dass da jemand ein wenig nachgeholfen hat? Genau. Ihr seid doch mit Shani befreundet. Bittet sie, eine Autopsie vorzunehmen, wenn wir erstmal die Todesursache kennen. Moment mal. Ihr spioniert mir auch nach? Das ist mein Job. Bis später. So. Jetzt einmal mit Shani labern. Aber vorher lass es Nacht werden. Und wehe, die alte Oma da redet wieder mit uns und schmeißt uns raus. Ich glaube, beim letzten Mal musste ich viermal mit dir reden, bevor ich überhaupt in dieses Haus rein durfte.
machen die Ratten denn da? Angriff der Killerratten. Machen wir mal bis hierhin. Sollte spät genug sein. Oh. Hallo, Herr Flatterer. Sieht aus wie so ein schlecht gezeichneter Vampir. Bitte nicht wieder die... Sicher, dass es nicht du bist? Wertvolle Zutat. Fangzähne als Vampirs. Ah, es sind also Vampire. Ah, okay. Oder zumindest so eine Vampirart. Ich weiß immer noch nicht, was wir da machen sollen. Mit dem blöden Lagerhaus. Oh, das tut weh. Ja. Okay. Gut. Shani. Auf zu Shani. Wo war ihr Haus nochmal? Hier hinten, ne? Hier lang und einmal hier runter und dann hier rein und dann sind wir schon da. Und wie schmeißen wir uns jetzt raus? Wer? Nein? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich euch eingeladen hätte. Aber kommt rein. Ich habe momentan keine anderen Gäste. Ja. Ich bin gekommen, um Shani zu besuchen. Hinaus! Einfach so in mein Haus zu stapfen. In Stiefeln! Womit habe ich das in meinem Alter noch verdient? Aber... Ja, ich bring die Alte bald um. Nein! Danke, lass mich in Ruhe. Weißt du, im einen Moment pfeffert die Frau mich raus, im anderen lässt sie mich wieder rein. Ja. Die Herzen sind doch nicht alle. Ich habe ein Problem. Ja. Wie ich hörte, habt ihr Cohen gesehen, kurz bevor er starb. Das stimmt. Woher wisst ihr das? Ich fand sein Schwert. Er starb bei der Schlacht von Brenner. Auf meinem Operationstisch. Ihr seid Medizinerin in Brenner gewesen? Da habe ich an der Seite eines Chirurgen namens Rotschopf gearbeitet. Der beste Arzt, den ich je gekannt habe. Gekannt habe? Er starb, als die Katriona-Pest ausbrach. In Maribor. Obwohl er ein Halbling war, konnte er operieren wie sonst keine. Bei ihm sah alles so einfach aus. Näht rot an rot, gelb an gelb und weiß an weiß mit dem Faden, das kann nicht schaden. Ach, okay. Das könnt ihr nicht verstehen. Das tut mir leid, Shani. Ich kannte ihn nicht. Wisst ihr etwas über sein Schwert? Nein, aber fragt den Zwerg Sultan Shibai. Sein Wissen über Waffen ist beispiellos. Stimmt, da war ja was. So, aber wir haben noch ein Problem, Shani. Wir sind noch nicht fertig mit dir. Ja. Ja. Ich habe ein Problem. Ja. Ich brauche eure Hilfe bei einer Autopsie. Eine Autopsie? Seit wann beschäftigt ihr euch denn mit so etwas? Seit ich gegen die Salamandra ermittle. Na gut, aber ich bin keine Pathologin. Ihr müsst aus unseren Funden selbst schlau werden. Wir treffen uns am Abend. Sammelt bis dahin so viele Hinweise wie möglich. Ich werde mich umsehen. Ihr müsst den Leichnam vom Totengräber holen. Wir treffen uns am Abend im Krankenhaus. Wie komme ich an Informationen, die bei der Autopsie nützlich sein könnten? Fragt Vincent Mais, aber sucht auch nach Büchern über Anatomie und Pathologie. Wir sehen uns später. So. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt wieder warten, bis es Tag wird. Beziehungsweise warten müssen wir ja nicht unbedingt. Oder ein paar Bücher darüber lesen. Bücher haben wir auf jeden Fall schon. Das ist mit Sultan reden.
Wie komme ich hier weiter? Im Lagerhaus kann ich nicht fernfangen. Oder muss ich da eine ganze Weile stehen und beobachten? Gut, ich würde sagen... Nein, nicht das Schwätzchen. Warum hab... Okay, ja, doch, dann... Wo kommst du denn her? Vielleicht auch in den richtigen Kampf wechseln. Wäre vielleicht sinnvoll. Und der hat auch Fistek bei. Okay. Bis nachts können wir ja jetzt, glaube ich, nicht viel... Wir hätten auch bei ihr einfach schlafen können, ne? Fällt mir gerade ein. Egal. Wir gehen zum Feuer. Wir müssen ja nicht immer bei einer Frau schlafen. Gera tut die Bewegung auch mal ganz gut. Hallo, Wuffis. Sächen, Wuffi. Hallo, Ratten. Und jetzt kommt wieder ein Flatterer. Dieser Ort stinkt. So. Muss ich in die Bücher nochmal reingucken? Gelesen hatten wir sie, ja. Ich glaube, das sollte einfach reichen, dass wir sie schon eingetragen haben. Denke ich. Dann belabern wir jetzt nochmal den Totengräber. Und das steht auch wieder an Ort und Stelle. Ja, gerade was liegt denn da, ist aber nur ein Hund. Asche. Was braucht ihr? Ja. Jüngst ist ein Gefangener gestorben. Ist er schon auf dem Friedhof? Keine Ahnung. Aber ich kann euch einen anderen Leichnam geben. Die stinken alle gleich. Mich interessiert ein bestimmter Leichnam. Ach, wir sind ein wenig eigen, ja? Ihr dürft gern wiederkommen, wenn ihr wisst, was ihr wollt. Obduktion sterblicher Überreste ist eine Kunstform. Es lohnt sich immer, gründlicher nachzusehen. Aber um wen geht es da? Könntet ihr den Leichnam des Gefangenen für eine Autopsie herausgeben? Für eine Flasche Zwergenschnaps. Ach ja, der Zwergenschnaps. War das nicht diese graue Flasche? Die müsste ich eigentlich auch haben, aber die liegt, glaube ich, im Lager Haariger Bär. Bei dem Wirt. Da habe ich ja einige meiner Alkoholvorräte gelassen. Ich schätze mal, da wird es sein. Aber ich kann vorher auch noch mal kurz nach Soltern suchen. Ewiges Feuer erfülle mein Herz. Der wird, glaube ich, noch nicht in der Kneipe sitzen. Soltan muss, glaube ich, eigentlich noch hier draußen umlungern. Oder? Und seine Ritter waren einfach schön. Egal. Soltan finden wir ja noch relativ häufig, hoffe ich. Jetzt gehen wir erstmal zum Lager, das ist wichtiger. Damit wir mit dieser blöden Mistuntersuchung durchkommen. Ich wollte schon längst mit durch sein. Schlag mich im Mimme! Nicht, dass es nicht so getan.
Herr Schankwirt, Sie haben doch mein Lager und haben Sie... Ja, haben Sie. Sie haben genau das, was ich suche. So. Das ist nämlich so ein ganz bestimmter Zwergenmet, den dieser Totengräber will. Man kann ihn für gewöhnlich auch da beim Schankwirt kaufen, wenn man ihn nicht hat. Aber wir haben ihn, glaube ich, noch aus Kapitel 1 mit übernommen. Den haben wir da, glaube ich, irgendwo in irgendeiner Kiste gefunden oder durch irgendeine Quest bekommen. Ich muss mehr sparen. Und da ich hier nicht besonders viel Saufgelage mache, haben wir den sogar noch. Viel verkauft habe ich bisher ja auch nicht. Aber gut Geld haben wir dennoch. Was braucht ihr? Wir nicht, aber du brauchtest. Es geht doch nichts über einen guten Tropfen. Was den Gefangenen angeht. Wohin soll der Leichnam gebracht werden? Ins Krankenhaus. Bis zum Abend ist er dort. Lebt wohl. Asche zu Asche. Staub zu Staub. Ich muss um Mitternacht zum Krankenhaus gehen, ja. Auch das machen wir sofort. Aber erstmal jetzt wirklich Sultan suchen. Dann noch einmal bis Mitternacht schlafen.